Nee, schon nach dem Dingens. Nach dem Lagerhaus brauchen wir unbedingt einen Hangar. No. Die Module, also allein mein Modul verbraucht schon irgendwie gefühlt ein Viertel des Pads, weißt du? Ich guck mal jetzt erst. Das ist Lagerhaus. Wo könnten wir den Hangar reinklatschen? Der Hangar kommt ja in den Asteroiden rein. Oder hast du irgendwelche Pläne damit? Welchen Asteroiden? Auf dem, in dem wir wohnen. Willst du richtig reinmachen, den Ja. Hangar? So mit Türen und so ein Kram, weißt du? Aber ich weiß noch nicht genau wo. In welche Richtung. Vielleicht, ob es im Schatten des Asteroiden sein sollte. Dass man es nicht so sieht. Oder ob wir es vielleicht direkt unter der Station reinknallen. Dass man so vielleicht von hier drüben, ich weiß nicht, ob du mich gerade siehst, Ja, ich sehe dich. dass man dann hier so reinfliegt, nach hier unten, unter das Pad im Prinzip. Ja, das wäre, glaube ich, mega nice. Aber wir haben hier unten auch noch ein bisschen was, ne? Wir haben hier Ja, den deswegen. Raktorraum und alles sowas. Muss mal gucken denn. Wie lange dauert der, bis die scheiß Batterien aufgeladen werden? Man Nur noch muss, ein geh Balken. in dein Schiff und dann kannst du die Batterien anklicken im Kontrollmenü. Dann steht da voraussichtlich, wie lange es noch braucht. Full Charge in 8 Minuten. Dann hast du deine Antwort. Cool. Wir haben in 5 Minuten 2 Stunden voll. Okay. Die letzte Stunde ging irgendwie schneller vorbei als die erste. Na. Hey, jetzt müssen wir alles nächstes Mal wieder zum Main abstellen. Weil wir brauchen Stahlplatten. Wir brauchen Tonnen und Tonnen an Stahlplatten. Na. Ja, guck doch mal da hinten, das Ding an, Alter, das ist immer noch ein Rohbau. Ja. Und ich will dann noch ein Landing-Pad hinballern, das da kostet auch noch mal. Hier brauchst du auch Tonnen an Glas und all sowas, weißt du? Auch Silikon brauchen wir abnormal Ja. viel. Oh. Ich kann dir dann hier helfen beim Bauen, wenn ich mit meinem fertig sein sollte. Oder Alex hilft dir irgendwie. Schweißen, ne? Schauen wir mal. Ja, nicht. Wollte ich Brauche noch einen heute Namen. eigentlich alles machen. Ich brauche noch einen Namen für mein Schiffchen. Und wie nennen wir es? Weiß schon, wie ich meins nenne. Wie denn? Dann meins Afrikola. Nice. Ich nenne meins so. Die Nitrat. Auch, ne? Speichern wir mal zwischendurch wieder. Ich freue mich schon, wenn das Lagerhaus fertig ist. Hangar. Denn das Haus muss ich auch noch fertig machen. Ah, ich habe so viel zu bauen. Na, Mann. Weil das hier wird ja, also dieser Hauptraum hier, wo jetzt auch schon die Raffinerien so sind, will ich halt weiter so von der Funktion her so lassen, dass es der Raum ist, wo die ganzen Raffinerien, Assembler und sowas drin stehen, weißt du? Und Na. deswegen will ich die Raffinerien und die Assembler, alles muss ja nochmal gemoved werden. Die werden dann hier geflippt, so dass sie auf der Seite liegen, dass dann noch mehr zweimal Raffinerien drauf können und dann noch ein paar Assembler an der rechten Seite übereinander. Mit der dann richtige Großproduktion veranstaltet werden Ja, kann. na klar, wir haben die Hänger jetzt schon nach, weißt Na, du? Die Mann. zwei Assembler reichen ja jetzt schon nicht, wenn wir die ganze Zeit produzieren. Ist halt nicht mehr der Luxus von der alten Karte,
wo wir einfach irgendwie alles auseinandergebaut haben, was wir gefunden haben und dann alles hatten. Ja. Jetzt, wo das Ding nicht mehr hier am Rumspassen ist, also mein Schiffchen, habe ich auch keine FPS-Probleme mehr. Ja, nice. Da läuft das wieder. Vielleicht irgendwas bugt mit dem Landing hier oder so. Na, no, keine Ahnung. Baby, hina. Ich klatsch mir noch ein zweites Horn. Los. Warte mal, könnte ich die eigentlich. Nee, kein Platz, egal. Das bisschen bei deinem Andocken hat schon wieder auf Startplatten verbrannt. Upsi. Ja. Wir haben jetzt 3600 Stahlplatten. Nice. Soll ich mal 1000 verbrauchen? Batterieschiffe sind schon was Feines, wa? Auf jeden Fall. Also wenn ich die ganze Zeit vollen Schub geben würde, hätte ich Strom für 2 Stunden. Nice. Also 2 Batterien, also eine Batterie etwa für 1 Stunde bei der Auslastung. Und tanken dauert wie lange? 10 Minuten? Das ist auch dann ein schönes Verhältnis. Brauche ich nicht mehr 20 Reaktoren immer reinbauen, wenn die Batterie es reicht. Am besten hier beim Starten ist, dass du nicht mit W-Gas gibst, sondern wegdriftest, naja, mit links, rechts oder so. Genau, das habe ich mir auch gedacht. Ich bin auch extra ein bisschen weiter. Jojo, ich hatte das ja auch jetzt im Nerven. Ich habe das Ding ja hier auch 2-mal kaputt gekriegt. Ich hatte dann zum Schluss, damit ich nicht mehr andetsche, bin ich über dem Ding in Position gegangen, habe meine Interior Dampeners ausgemacht. Und wenn einfach irgendwie mit irgendwie 0,1 oder 0,2 Meter mit einmal mit S dann rangedriftet. Oh, die Assembler sind fertig. Wir haben sogar noch Stahlplatten. Wir haben sogar noch Eisen. Mal gucken, wie viel wir noch auf Lager haben insgesamt. Oh, wir haben noch Tonnen an Eisen. Wir haben noch 20.000 Eisen. Nice. Na, mal gucken, vielleicht baue ich das ja dann nochmal um. Den Connector. Keine Ahnung, zur Not machst du es halt auch so, dass du einfach, wenn es zu knapp wird, einfach über die Module auftankst, weißt du? No. Weil ich habe das jetzt hier dran, falls das Ding mal zu wenig Strom haben sollte oder generell, dass ich es nicht mehr schaffen würde, dann kann ich ja damit immer noch tanken. Und sonst kann man ja einfach das Modul benutzen.
Den Medic-Raum muss ich auch mal fertig machen. Der ist ja jetzt schon wie lange nicht mehr angerührt worden. Dass man hier auch einen richtigen Raum draus macht. Den hier hinten oder was? Ja. Das Umbauen zur Medic Station. Ja, das ist ja nur hier unser Ranzschiff auseinandergenommen. Unser Schiff mit so viel Hoffnung, ne? Ja. Einfach ausgeschlachtet. Na, auf jeden Fall. Da ist ja ein bisschen was draus geworden, mach. Ja, die ganzen Thruster raus, Reaktoren hier raus. Apropos Reaktor raus, genau, ich kann den Reaktor hier ausmachen. Und aus, also. Die Basis dürfte gerade kaum noch Strom haben. Ja, sieht man. Ja. Die spackt gerade jetzt drauf. Geister! Alter! Geister! Boop, 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 boop. An, aus, an, aus, an, aus. Guck mal, mein Schiff hier oben. Ja, ich hab's gesehen. Geister, ich muss den Reaktor hier unten anschmeißen. Das ist mal eine Notfall-Alarmanlage, wa? So, dann kann ich den Reaktor oben schon mal auseinanderbauen. Okay, dafür ist der Reaktorraum ja da, dass das hier weg kann. Noch weg, was weiß ich noch alles. Wenn das nächste Mal noch funktioniert, können wir es bei Alex so machen. Was? Achso. Das mit dem. Und dann so sagen, nö, das muss bei dir sein. Jetzt ist das nochmal. Naja, dein Schiff ist fast voll. Fast alle vier Balken sind da. Und dann machen wir Schluss, ne? Ja. Oh, jetzt sind alle vier da. Weißt du jetzt, dass es voll gecharged ist? Ja, müsste sein. Kannst du nochmal ins Cockpit gehen und über das Kontrollmenü gucken. Ja. Und voll. Dann wieder P drücken und zur Seite weg. Alles heile. Brauchen unbedingt Licht hier drauf. Wo drauf? Hier auf dem Pad. Na, ich muss an meinem Schiff noch Licht dran bauen. Direkt. Na, mein Modulschiff hat auch kein Licht. Ich will es mal so cool neben deins parken. Einfärben muss ich ja auch noch. Ist ja überhaupt genug Platz. Dann mache ich ein bisschen hier, dass ich ein bisschen zur Seite fliege. Nö, ist okay, du kannst deins mal gerade stellen. Wir werden etwa gleich lernen. Lol, stimmt. Geil. Ja, nice. Dann können wir noch mehr Module bauen für Grindern, falls wir mal irgendwas zum Grindern bekommen. Na. Schweißen auf jeden Fall noch mehr, damit das alles ein bisschen flockiger geht. Ich weiß nicht, Drillschiffe, ich halte von Drillmodulen immer nichts. Weil man, ich finde, man muss das Schiff als solches auch immer direkt dafür designen, dass es dreht. Da haben wir ja hier unseren Deal. Ja. Und dann Schwanz des Longs. Mal schauen, ob Alex es merkt, dass sein Cockpit gekickt wurde. So,
können wir uns eigentlich gleich verabschieden. Hat echt lange gedauert, die Scheiße zu bauen, ne? Ja, aber. Aber hat Spaß gemacht, fand ich. Hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Sind toll. So. So, ja, also. Kurz Resümee. Seele hat da hinten ein bisschen weiter gebaut. Ich hab das Lagerhaus angefangen. Wir beide haben tolle Modulschiffe gebaut. Hier nochmal eine Großaufnahme. Mit Batterieantrieb. Junge. Und im Prinzip war es schon. Mehr haben wir heute nicht gemacht. Bisschen traurig eigentlich. Oh. Aber dafür haben wir jetzt zwei komplett neu funktionsfähige Schiffe. Brauchen ein paar mehr Module. Und dann passt das alles schon. Und wir danken ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall. Irgendwelche letzten Worte? Ja. Gras ist grün und der Himmel ist eigentlich gar nicht blau. Ha. Ach, lol. Fertig. Okay. Ciao. Tschüss.